In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Schleife, und zwar mit den drei Varianten der Vorschleife, die sehen Sie hier auf dem Programmierbildschirm, der While-Schleife und der Do-While-Schleife. Und wir werden die gegeneinander austauschen, damit Sie sehen, wie die unterschiedlich zu gebrauchen sind. Schauen wir uns kurz das Programm an in Processing, die Setup-Routine, die ein Fenster von 400x400 Pixeln aufsetzt. Rect Mode Center ist nichts anderes als, weil wir später das Rectangle, das Rechteck verwenden werden mit den Koordinaten X und Y hier in Zeile 8. Center bedeutet nur, dass normalerweise wird die linkere obere Ecke des Rechtecks als die Ursprungskoordinate genommen für das Rechteck. Wenn wir Center setzen, dann ist XY die Mitte des Rechtecks. Das brauchen wir aus gleich einem Grund, das mit dem Cosinus und Sinus zu tun hat. Unsere Schleife vor teilt sich auf in den sogenannten Kopf und den Rumpf, alles was in den geschweiften Klammern steht. Der Kopf, der deklariert eine Variable und weist ihr einen Wert zu, nämlich 0. Dann folgt eine Bedingung, die überprüft, true oder false, ob die Bedingung erfüllt ist. Wenn ja, wird der Rumpf ausgeführt. Also wenn i kleiner 60 ist, nachdem es auf 0 gesetzt ist, dann wird der Rumpf ausgeführt. Das ist der Fall beim ersten Durchgang. Und am Ende, nach der letzten Anweisung, wird gedanklich das i++ ausgeführt. Dann wird, also nach dem Rekt, wird i um 1 erhöht. Dann wird wieder die Bedingung überprüft. Ist sie noch gültig? Wenn ja, wenn sie also true ergibt, wieder den Rumpf abarbeiten und so weiter und so fort. Die Geschichte hier mit dem Cosinus und Sinus ist nichts anderes, als dass ich hier die Koordinaten einen Kreis entlang laufen lasse mit einem bestimmten Radius und den zentrisch im Ausgabefenster setze, den Kreis, und dort entlang des Kreises mit wechselnden Farben das Rechteck zeichne. Das sieht dann so aus. So, wir sind hier einmal im Kreis gelaufen. Und zwar von 0 bis kleiner 60 heißt, wir sind exakt 60 Mal hier lang gelaufen, aber von 0 bis 59, i ist im letzten Schritt 59, dann wird es 60 und dann haben wir den Abbruch erreicht und wir verlassen den Rumpf und setzen den Code fort an dieser Stelle. Was noch interessant ist, dass, wenn wir hier versuchen, i auszugeben, bekommen Sie eine Fehlermeldung, dass die Variable i nicht existiert. Die dort im Kopf deklarierte Variable ist strikt begrenzt in ihrer Gültigkeit auf diesen Bereich hier. Außerhalb dessen existiert sie nicht, ist sie nicht bekannt. Das gilt genauso für x und y. Die gelten nur innerhalb des Rumpfes. Wenn Sie auch hier versuchen würden, x auszugeben, merken Sie, das geht gar nicht, obwohl es hier deklariert wurde. Es ist eine ganz einfache Daumenregel, immer wenn Sie geschweifte Klammern haben, sind dort deklarierte Variablen nur innerhalb dieses Blocks der geschweiften Klammern gültig. Ist eine Pi mal Daumenregel, die fast immer so zutrifft. For ist ein geschlossenes Konstrukt, also auch da gilt i nur innerhalb dieses Rumpfes. Wir kommentieren das hier an der Stelle aus, damit wir die Fehlermeldung nicht mehr haben. Jetzt möchten wir das Ganze wandeln in eine While-Schleife. Dann müssen wir vorher i außerhalb der Schleife deklarieren und anlegen. Hier wird ein While draus aus dem For. Und dort kommt nur noch die Bedingung rein. Die da lautet eben, ist i kleiner 60, und am Ende müssen wir i um 1 erhöhen. Schauen wir uns das mal eben an. Wir sehen exakt die gleiche Ausgabe. Ne? Wir laufen hier wieder durch, i ist 0, es wird überprüft, ob i kleiner 60 ist. Wenn ja, wieder hier der Kopf, wird der Rumpf ausgeführt. Und wie wir es eben beim For hatten, wir mussten es hier nur ausdrücklich hinschreiben, wird i++ am Ende gesetzt. Das müssen wir selber an die entsprechende Stelle platzieren, wo wir das gerne hätten.
wird um 1 erhöht und dann läuft die Schleife wieder durch. Es wird nachgeschaut, gilt die Bedingung noch? Wenn ja, wird der Rumpf wieder ausgeführt mit dieser Anweisung am Schluss. Und wenn nicht, dann verlassen wir das. Hier ist das Besondere, weil wir I außerhalb des Rumpfes definiert haben, außerhalb des While-Konstruktes, können wir auf I zugreifen. Wenn wir das also jetzt laufen lassen, sehen wir am Schluss, dass I 60 geworden ist. Im letzten Schleifendurchgang wurde I auf 60 erhöht, der Abbruch erfolgt und wir landen beim Print Line Next. So die While-Schleife. Die Do-While-Schleife unterscheidet sich von der While-Schleife, dass sie den Rumpf sofort durchläuft, ohne eine Bedingungsüberprüfung zu haben. Da sieht das so aus, wir setzen hier ein Do hin. Das sagt einfach, mach diesen Block, der hier steht, while, solange i kleiner 60 ist. Und auch das lassen wir mal eben laufen. Wieder erhalten wir die gleiche Ausgabe. I ist gleich 0 am Anfang. Dort gilt auch wieder, weil wir außerhalb dieses Konstruktes I deklariert haben, gilt natürlich hier unten auch noch I. Wir durchlaufen einmal mit dem I-Wert 0 den Rumpf. Und jetzt ist es ein bisschen merkwürdig, das hier Kopf zu nennen. Den Rumpf erhöhen I um 1 und fragen, ist I kleiner 60, das ist der Fall. Also treten wir in den nächsten Durchlauf ein. So lange, bis hier mit 59 der Durchlauf ist, dann haben wir 60, dann gilt das nicht mehr, dann brechen wir hier aus der While-Schleife und setzen mit Print Line Next die Ausführung fort. Fassen wir mal kurz zusammen. Wir haben die Vorschleife, die While-Schleife und die Do-While-Schleife. Die Vorschleife ist ein klares Konstrukt, was uns vorgibt, wie wir deklarieren, die Bedingungen, die Abbruchbedingungen bzw. die Fortsetzungsbedingungen, so könnte man das auch formulieren, und dann irgendeine Anweisung, die in der Regel den Zähler erhöht. Alles klar platziert und im Rumpf von der Logik auch immer klar, die letzte, die dritte Anweisung im Vorkopf kommt immer am Schluss zur Ausführung des Rumpfes. Wenn wir eine While-Schleife haben, dann können wir schon vorhandene, woanders deklarierte Variablen nutzen und mithilfe einer Bedingung überprüfen, ob wir den Rumpf ausführen möchten oder nicht. Wir sind selber in der Verantwortung, genauso wie hier, uns darum zu kümmern, dass wenn der Wiederholungsfall einsetzt, dass sich die Überprüfungsvariable, also die wir in der Bedingung verwenden, so geeignet irgendwann mal ändert, dass wir auch wieder aus der While-Schleife ausbrechen. Beim Do, While ist es genauso, nur mit dem feinen Unterschied, dass wir am Anfang den Rumpf immer ausführen und danach erst die Bedingung kommt. Also While und Do, While unterscheiden sich, dass einmal beim While zuerst die Bedingung überprüft wird, beim Do-While wird es erst gemacht, nachdem der Rumpf durchlaufen worden ist.